Eine 0,4 Meter lange Spule enthält 1000 Windungen mit 50 Quadratzentimetern Flächeninhalt, durch die ein 4 Ampere starker elektrischer Strom fließt. Im Innern der Spule befindet sich ein Eisenkern, dessen Permeabilität 16 Pi mal 10 hoch minus 5 Teslameter pro Ampere beträgt. Klein a, berechne die Magnetfeldstärke im Innern der Spule. Klein b, berechne den magnetischen Fluss in den Schleifen. Klein c, berechne die Induktivität der Spule. Wir schalten hier den Strom ein. Dies sind die Angaben. Die Länge groß L dieser Spule misst 0,4 Meter. Die Anzahl Windungen groß N beträgt 1000. Der Querschnitt der Spule hat als Flächeninhalt groß A 50 Quadratzentimeter, das heißt 0,005 Quadratmeter. Die Stromstärke I beträgt 4 Ampere. Die Permeabilität μ des Eisenkerns beträgt 16 Pi mal 10 hoch minus 5 Teslameter pro Ampere. Gefragt werden in klein a die magnetische Feldstärke groß B im Innern der Spule, die wir in Tesla ausdrücken. In klein b wird der magnetische Fluss Phi gefragt, den wir in Weber ausdrücken, und in klein c wird die Induktivität der Spule, großes rundes L, gefragt, die wir in Henry ausdrücken. In klein a nutzen wir diese Formel, in der wir alle Größen durch ihre Werte ersetzen, und somit finden wir für groß B ungefähr 5 Tesla. In klein b setzen wir diese Formel ein. Wir ersetzen b und a durch ihre numerischen Werte und somit finden wir 2,5 mal 10 hoch minus 2 Weber. In klein c setzen wir diese Formel ein, ersetzen auch hier alle Größen durch ihre bekannten numerischen Werte und finden so als Induktivität der Spule ungefähr 6,28 Henry.